Das Pokémon-Kartenset 151 ist in seinen vollen Zügen genießbar und aller guten Dinge sind drei. Wir probieren nochmal eine Top-Trainer-Box. Hey yo, was geht ab meine Zuschauer und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive. Da haben wir die Top-Trainer-Box, die ich rein vorsorglich schon mal aufgemacht habe. Ja, was soll ich sagen, Leute? Also die erste Top-Trainer-Box, die ich von diesem Set geöffnet habe, die war extrem gut. Die zweite war so mittel. Mal gucken, an welcher von beiden sich die dritte orientieren wird. Auch heute halten wir es wieder so. Wir gehen auf den Inhalt jetzt nicht allzu krass rein, weil wir wollen ja die Booster öffnen. Und wir gehen rein ins erste Booster. Bisheriges Fazit zum Set bzw. zu meinen Openings. War okay. War okay. Ein krasser Hit bisher im allerersten Video. Mal gucken, vielleicht ziehen wir ja heute den zweiten krassen Hit. Vulpix. Magnetilo, Raupi, Evoli, zählt nicht mehr als Hit, weil habe ich schon. Bisaknos, wir haben Lamos, Mashok, sehr coole Pose, ich feiere es immer noch. Wir haben Myrabla, Dicta und Nidoking in Holo und keine Galaxy-Foil-Energie. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Also, ich muss sagen, ich finde, da geht auf jeden Fall noch was. Ich weiß halt zum Beispiel auch, dass es Godpacks gibt. Das wäre natürlich extrem krass. Aber es gibt halt Leute, seien wir mal ehrlich, es gibt Leute, die machen 1000 Booster auf und kriegen keins. Also wer bin ich, dass ich so ein Godpack in einem so einem Video kriege? Tangela, Slimer, Enteron. Wir haben Rattan, Tauros, Kadabra. Sehr schön, endlich mal wieder eine Kadabra-Karte. Bisaknosp, Pantimos, wir haben Bibur und Aquana. Sehr schön. Oh, die schönste Holo aus dem ganzen Set und keine Galaxy-Voll-Energie. Ich werde euch ja die Werte von den Karten hier eingeblendet sehen. Bei den Evolution-Holos mache ich mir dann tatsächlich auch mal die Mühe. Also Aquana, definitiv die schönste Holo. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt einfach so ein Unterwasser-Fan bin. Ich liebe Unterwasser-Artworks. Ich mag so City at Night-Artworks, Galaxy-Artworks und halt Unterwasser. Liebe ich total. Ich habe schon öfter probiert, eine kleine Untersammlung dazu anzufangen. Aber ja, man muss halt gucken. Man hat halt da doch nicht so die Zeit wie mein Slimer. Zubat, Goldini. Oh, ich wollte im letzten Video an ihr seht es zuerst Pack machen und hab's vergessen. Dann machen wir es gleich. Nocturne, Golking, Amoroso, Radfratz und Machomai und keine Galaxy-Foil-Energie. Jup optimal. So. Nächstes Booster, das dürfte. Nee, ist nicht ganz die Mitte. Ist das vierte Booster jetzt. So. Okay. Und Godpack. Wäre krass, wenn ich das jetzt gespoilt hätte für euch. So. Okay, wir haben ein Tragosso, Vulpix, wir haben Magnetilo, Raupi, Lamos, Mashok, Yugong, Nocturne, Enteron Illustration Rare. Schöne Karte, wirklich sehr schöne Karte. Und ein Aerodactyl und keine Galaxy-Foil-Energie. Schöne Karte. Keine meiner One-Karten leider. Aber definitiv nicht schlecht. Ich warte wirklich noch so ein bisschen auf die krassen Hits. Ich weiß, also so Full Arts zum Beispiel, ich habe noch keine Full Art aus dem Set gezogen. Wieso habe ich noch keine Full Art aus dem Set gezogen? So, Leute, das wird jetzt eine Full-Art auf Ansage, sag ich euch. Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich call Arbok Full-Art. Das ist auch gerade das einzige Pokémon, von dem ich weiß, dass es eine Full-Art hat. Nidoran, Paras, Voltoball, Smetbo, Lapras, Radwig, Porenta, Altbernstein, Giflor,
und wir haben eine Galaxy voll Energie. Immerhin. Aber leider keine Full Art. Ja, dann sind es auch tatsächlich nur noch 4 Booster. Bisher war die ETB, ja, ich will mal kurz einmal gucken hier. Das sind die bisherigen Hits aus der ETB. Die waren noch nicht gut. Die letzten 4 Booster, die müssen was gönnen. Ich meine, die Galaxy Foil Energie zählt für die meisten nur noch nicht wirklich als Hit. Und die Holo Aquana zählt wahrscheinlich nur für mich als Hit. Und dann eine einzige Karte, naja, wir werden sehen. Evoli, Domfossil, Hornliu, Goldini, Nocturne, Golking, Smedpo, Arcani, Ovei, Garados. Schade. Wo sind die Big Pulls? Leute, das wäre schon fancy, die Big Pulls zu kriegen. Komm schon. Einer geht noch. Wir haben ein Krabi. Sandan, Jurob, Dodo, Sichlor, Glutexo, Parasek, Bisasam, komm schon. Enton und Kangama EX in Full Art. Na endlich! Sehr, sehr nice. Sehr schlicht gehalten, aber gefällt mir. Ist keine meiner One-Karten, daher Tauschkarte, aber trotzdem. Und dahinter keine Galaxy-Voll-Energie. Ja, das Lord Espeon'sche Nummerierungssystem. 2 Booster haben wir noch. Also das heißt, die ETB hat jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, um sich irgendwie krass zu steigern. Wir haben ein Zubat, Ultrigaria, Nebulak, Paras, Lapras, Radwig, Sichlor, Abra, Glutexo, Bisaflor EX. Schön. Und ey, wir haben noch eine Galaxy voll Energie, also Double Hit Pack. Kann sich definitiv sehen lassen. Also ja, damit hat die ETB sich definitiv von okay zu gut gesteigert. Mal gucken, ob sie gleich mit dem letzten Pack noch den Sprung auf geil schafft. Ja. Diese Ausdrucksweise ist absolut zutreffend. Die gehören übrigens nicht zu meinen Starter-Sammlungsdingen, die normalen EX-Karten. Aber es ist schon lustig. Ich habe kein Glurak, kein Turtok, aber Bisaflor 2-mal. Na gut. Last Pack Magic. Wir gehen rein und mal gucken. Also, huch. Nein, ich habe mich nicht gespoilert. Ich habe nur einfach... So, komm schon. Last Pack Magic. Tentacha. Radfratz. Shiggy. Schönes Artwork. Wir haben Schlur. Giovannis Charisma. Austoss. Greifarm. Zubat. Dicta. Und... Nein. Ja, damit hat die ETB den Sprung zu geil leider verpasst. Aber jetzt schlecht war sie auch nicht. Also wenn wir uns jetzt mal die Hits angucken. Hier so. War definitiv nicht schlecht. Aber so leider fehlt der wirklich große, zündende Stoff immer noch. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.